Meine Eltern hatten schon einen Laden. Ich hatte mit 3 meinen ersten Kittel. Ich lebe immer noch das Risiko. Ja? Der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Das war so. Also langsam tun mir wohl hier die Knochen weh. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zu einer neuen Ausgabe von Die Besten im Westen, im Osten nur Kosten. Heute bin ich im Westen und treffe mich mit Ursula Windgens. Huch, da kommt sie schon. Hallo. Guten Tag, Fremde. Hallo, junger Mann. Guck mal, unsere Zuschauer sind da hinten. Ah ja, hallo, grüß euch. Das sieht jetzt nicht so aus, als würde das heute, eine frostige Angelegenheit. Nö, ist ja schönes Wetter, das sollte man dann auch ausnutzen, ne? Ja, dann steige ich doch direkt ein, wa? Ja, mach das, gerne. Ein bisschen Platz hier. Ja! Ja, ich liebe Cabrio fahren. Ja. So ewig her bei mir. Ich bin seitdem auch ganz vom Motorradfahren weg. Bitte? Ich bin früher viel Motorrad gefahren, aber da bin ich ganz von ab. Eine Motorradbraut bist du auch noch? Ja, klar. Hammer. Sag mal, was ist eigentlich dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied, also ich habe 2 absolute Favoriten. Das einmal von Rolling Stones, Satisfaction, aber auch von Susi Quattro und Norman, hier von Smokey, Stumbling In. Ah, da hätte ich schon was anderes gedacht. Nee. Das sind so meine Lieder. Dann bin ich aber auch großer Fan von U2 und auch von Robbie Williams. Sehr schönes Plätzchen. Guck mal, mit Blick auf Kolonius. Ja. Wow. Du siehst auch noch ein bisschen das Schloss durch. Ja, da hast du uns was Schönes ausgesucht. Ja. Dankeschön. Ich finde es auch sehr schön, ja. Ob über Tag oder abends. Jetzt, wo es wieder früher dunkel wird, dann manchmal sehe ich dann, halt wenn ich abends nach Hause fahre, wie dann alles angestrahlt ist. Man kann sogar manchmal das Hochhaus da im Mediapark sehen, was dann so die Farben wechselt. So, jetzt sind wir hier auf dem Krankenhausberg. Ja, genau. Einer meiner Lieblingsplätze. Weil man halt so einen schönen Blick hat auf Köln. Ein bisschen das Schloss kommt auch noch ein bisschen durch. Da bringst du mich auf eine Idee. Wo ist denn das Schloss überhaupt? Hier zwischen den Bäumen. So, man sieht da oben die Spitze. Ah, jetzt ja, genau, da vorne. Ja, genau. Aber damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das auch sehen können, baust du jetzt nochmal die kleine Kamera auf. Und der Großen sieht man nur uns. Ah, okay, alles klar, dann mach das. Du hast eben gesagt, als wir eingestiegen sind, du hast ein paar Kleinigkeiten eingepackt. Ja, ein bisschen was zum Snacken, so ein kleines Art Picknick vielleicht. Schön. Ja? Aber das ist doch nicht bisschen, das ist doch randvoll. Ja, gut. Wer wird schon noch jemand finden, der den Rest dann isst? Da finden wir schon jemanden. Ich habe da auch keinerlei Zweifel. Ja, dann pack mal was aus. Ja, gerne. Und auf den Tisch. Auf den Tisch damit. Jetzt machen wir ein ganz ofenwarmes Brot. Oh, lecker. So. Dann Käsewürfel dürfen nicht fehlen. Der gute Gouda. Was zu trinken. Also ich hätte dir ja lieber ein bisschen Alkohol angeboten, aber fahren und trinken geht nicht. Du, ich muss da gar nicht mehr fahren. Ja, ich aber. Meine leckeren Oliven. Ach, und allein trinken, findest du es ungesund? Das tut man einfach nicht. Ja, gut zu wissen. Bisschen Schinken, bisschen Salami, bisschen Aioli. So von allem halt ein bisschen. Aioli. Na, eine fertige Aioli habe ich noch nie in Lecker irgendwo gekriegt. Doch, das ist eine spanische. Ich finde die sehr lecker. Ich bin gespannt. Ja. Jetzt lege ich das Mikro mal hin und fürchte, dass ich doch noch mal kurz umsortieren muss, denn die Sonne, guck mal, die scheint genau da in die Optik rein. Ja, das ist dann immer ein bisschen viel streulich, sieht nicht so schön aus. Okay.
Also, woher weißt du eigentlich, was ich am liebsten esse? Ja, deswegen habe ich auch von allem ein bisschen geholt. Ne? Ja, die Frage war ja, woher weißt du, was ich am liebsten esse? Denn all das mag ich wirklich sehr gerne. Das ist doch super. Ich kenne meine Kunden halt. Ja, das merke ich ja. Die Frage war, woher? Ja, aus dem Laden. Ich sehe aus Einkaufsverhalten meiner Kunden und kann ich mir natürlich absolut merken. Ach so. Ja. Raffinier. Schwierige Lichtsituation. Aber so müsste eigentlich alles passen. Okay, dann bist du der Fachmann. Bin ein bisschen ungeduldig. Ja, soll ich mal ein bisschen was aufmachen? Bitte. Hier? Gerne, gerne. Dann hole ich in der Zeit mal meine Unterlagen. Ich habe mich nämlich ein bisschen vorbereitet. Ah, okay. Wenn wir unsere Zuschauerinnen und Zuschauer schon eine Woche länger warten lassen. Ne? Okay. Sorry nochmal dafür, aber es ging einfach nicht anders. Nee. Dann ist das so. Dann dachte ich mir, lecker. So Teller habe ich jetzt nicht und so, ne? Aber wir sind ja hier unter uns. Also A sind wir unter uns und B in der freien Natur. Da braucht man sowas ja überhaupt nicht. Jetzt stell nicht alles vor mich, dann sehe ich so verfressen aus. Da bin ich sehr neugierig drauf. Und auch meine Lieblingsoliven. Die guten Rewe-Oliven. Was riecht das lecker? Bitte? Das riecht ja, ne? Das lecker. Ich hätte ja noch ein Gäbelchen, aber. Aber? Ist vielleicht für die Oliven ganz gut, oder? Ja, das stimmt. Ich geb dir mal eins. Dankeschön. Auch für jeden zwei. Mhm. Das ist ja auch ein Messer, ein Gäbelchen und ein Messerchen. Da haben wir ja, also was ja schön ist, ne, dass wir noch so schönes Wetter haben. Ja, habe ich genau bestellt. Das ist gut. Ja, da greif mal zu. Dieter. Dankeschön. Darauf habe ich gewartet. Guten Appetit gemacht. Ja. Mmh. Wirklich gut. Ne? Mhm. Ich finde die auch super. Ich mache ja die schwarzen nicht so gern. Die sind mir ein bisschen bitter. Ich habe auch lieber die grünen. So, und jetzt kommt der ultimative Aioli-Test. Ja. Darf ich rein oder stimmt? Natürlich. Ich sag ja, wir sind doch unter uns, ja. Ja, uns guckt die Welt zu. Nicht, dass du was meinst. Gut, oder? Also ich mache die ja für mein Leben gern selber. Aber wenn man mal keine Zeit oder Lust hat und trotzdem will, die kann man echt. Ja. Für Kurzentschlossene. Ich auch. Na, Brot ist aber auch knaller. Ja, immer nur spannend, verrücktes Persönchen, du. Ja. Hast du eigentlich eine Vorstellung davon, wie ich dich aufs Radar gekriegt habe? Nee. Möchtest du wissen? Mhm. Ich war im Frühjahr beim Michael Buhleier, der Leiter von der VHS. Ah, okay. Und der hat mir, als wir fertig gedreht haben, dann erzählt, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, aber irgendwie hat er erzählt von deiner Sommer-Kühlhaus-Aktion. Mhm. 10er-Karte, 3 genau. Minuten. Abkühlen in deinem Kühlhaus für, wie viel war das? 10 Euro? 10er-Karte, ja. Herrliche Idee. Aber vielleicht, ich meine, vielleicht kennt dich der ein oder andere ja noch gar nicht. Mhm. Stell dich doch mal unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vor. Wer bist du überhaupt? Ja, wer bin ich? Also mein Name ist Ursula Windkens. Mir musst du nicht erzählen. Ja, ich weiß die Leute. Erzähle, okay. Also Ursula Windkens, ich bin 51. Noch Single, falls jemand da draußen ist, der noch sucht. Ja, und lebe jetzt seit 20 Jahren im Schönbergischen Land. Komme ursprünglich aus Aachen, also ein Öscher Brumm oder ein Öscher Brinn, sagt man bei uns.
Und bin hier vor 20 Jahren hergekommen. Grund war mein Rewe-Supermarkt, den ich hier eröffnet habe. Also völlig fremdes Kind aus der Ferne, allein ins Bergische Land. Ja, den betreibe ich jetzt mittlerweile zum Glück sehr erfolgreich. Ja, brauchst du nicht so ausführlich, mal. Kommen wir später noch auf den Werbeblock. Gibt es sonst noch was über dich zu erzählen? Ich liebe den Umgang mit Menschen. Ich liebe die Freiheit. Ich liebe Reisen. Am liebsten mit meinem schönen Cabriolet. Ja, das ist mal so grob umschrieben, was ich so mache, was ich mag. Auf dich habe ich mich ja echt die ganze Zeit ganz besonders gefreut. Ja, schön. Also nicht nur, weil du sozusagen die erste Vertreterin. Alles gut. Ich habe längere Arme, als wie du. Die erste Vertreterin des Einzelhandels bist. Also der erste. Und aber auch, weil wenn man einmal etwas tiefer guckt, da ja echt, du hast total viel zu erzählen, total spannendes Leben bisher gehabt, finde ich. Ja, das stimmt. Das ist so. Ich habe auch viel ausprobiert und viel gemacht in meinem Leben. Wollen wir mal mit einer kurzen Frage-Antwort-Runde anfangen? Also direkt rausschießen, nicht erst nachdenken. Oder? Sekt oder Selters? Sekt. Barfuß oder Lackschuh? Barfuß. Tanzen oder Theke? Tanzen. Bensberg oder Bergisch Gladbach? Bensberg. Arbeit oder Urlaub? Mmh. Ich wusste, dass du da zögern wirst. Urlaub. Lutz Urbach oder Wolfgang Bosbach? Beide. Tolle Typen. Käse oder Kuchen? Käse. Ja. Ich hatte die Fragen aufgeschrieben, als du noch nicht ausgepackt hast. Sonst hätte ich mir das gespart. Hättest du lieber einen Kuchenbuffet gehabt? Um Gottes Willen, ich bin süß genug, finde ich. Okay. Bier oder Wein? Bier. Kölsch. Hey, jetzt nimm mal nicht meine Fragen vorweg. Entschuldigung, sorry. Kölsch oder alt ist nämlich die nächste Frage. Um Himmels Willen, kein alt. Seltsames Volk, oder? Ja. Also nicht nur altes Bier trinken, sondern auch Geld dafür bezahlen. Ja, da gibt's ja diesen Spruch, ne? Also Kölsch kann man reden und trinken und alt kann man trinken und aussehen. Ist so. Schlemmen oder schreiben? Schlemmen. Poesie oder Punk? Poesie. Politik oder Prinz Karneval? Prinz Karneval. Dankeschön. Ja, bitte. Dann haben wir noch ein paar Lieblingssachen, die ich gerne abfragen würde. Lieblingslied hatten wir ja schon. Mhm. Weißt du, worauf ich getippt hatte? Nee. Auf Mustang Sally. Worauf sonst? Echt? Na klar. Okay. Wusstest du die Mustang Sally von Bensberg? Okay. Was ist dein Lieblingsbuch? Ja, mein eigenes Unternehmerglück. Nimmst du wieder alles vorweg? Gibt's übrigens in der zweiten Auflage schon. Ursula hat nämlich ein Buch geschrieben. Hm. Jetzt darfst du auch den. Warte mal, ich habe ja sogar. Ich bin doch vorbereitet, habe ich gesagt. Ich habe es ja mit. Stimmt, ich habe dir beim letzten Mal eins gegeben, ne? Ursula hat nämlich mit der Daniela A. Benzeit zusammen dieses Buch geschrieben, Unternehmerglück. Da werden wir gleich noch drauf zurückkommen. Ja, gerne. Was ist dein Lieblingsmotto? Mein Lieblingsmotto, geben gibt. Geben? Geben gibt. Und dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm. Ach, ich habe gerne immer so alte Filme geguckt mit meiner Mutter zusammen, die leider nicht mehr lebt. Ich gucke eigentlich nicht viele Filme, ich gucke eigentlich mehr so Reportagen. Und welcher von den alten Filmen ist dir am ersten im Kopf? Oder am die Mädels Filmchen? Vom Immenhof. Ja, den haben wir früher viel geguckt. Dann verzichte ich auf die nächste Frage, Lieblingsschauspieler, sondern frage nach deiner Lieblingsdoku. Meine Lieblingsdoku, ich habe mich sehr befasst mit Judentum. Da habe ich auch sehr viele Bücher drüber gelesen. Und das finde ich, ist zwar sehr erschreckend, aber finde ich immer sehr interessant. Also da interessiere ich mich sehr für ganzes Thema. Aber was hoffentlich nicht in Vergessenheit gerät. Wie bist du auf das Thema gekommen? In der Schule haben wir uns da sehr mit befasst. Und ich bin auch als junges Mädchen schon nach Amsterdam gefahren. Ich war in den Messdienern, in der Messdienergruppe. Und dann sind wir nach Amsterdam gefahren und dann waren wir in dem Anne-Frank-Haus.
Und das hat mich damals sehr berührt. Dann habe ich auch das Buch gelesen und dann hat mich das ganze Thema nicht mehr losgelassen. Hm. Hast du das gar nicht in der Schule gelesen? Nee. Nur in der Schule gemacht. Ja. Hm. Lieblingspolitiker? Angela. Angela? Ja, uns Angie. Angela. Für dich gehe also, ich durchs Feuer. Ja gut, das weiß ich jetzt nicht, durchs Feuer, aber ich finde einfach... Hat der Peter Maffay hier so. Ja, einfach die Frau... Es muss, also es wird ja viel über sie geschimpft, aber ich meine, wer soll's machen? Ich finde, sie hat einen guten Job gemacht. Und es muss erstmal jemand beweisen, dass er es besser kann. Das ist meine Das Meinung. Wird schwierig. Ja. Wobei das echt, finde ich, ziemlich schade und sehr bedenklich für unser Land und unsere Demokratie ist. Mhm. Also, dass es schon reicht, dass man, also jemanden als gut zu bewerten, wenn man sich eingesteht, dass man niemanden weiß, der es irgendwie besser macht. Also man sich auch niemanden vorstellen kann. Ja. Geht mir kaum anders. Also ich hätte... Alle Parteien haben ja auch Probleme hier, jemanden zu finden, der sich, der die Partei führt oder der sich aufstellen lässt als Kanzlerkandidat. Also ich sehe im Moment nur Christian Lindner, also von der Statur, von der Persönlichkeit her, der das Amt gut ausfüllen könnte, und den Robert Habeck. Ansonsten sehe ich in keiner Partei, also Gauland, aber das will ja kein Mensch. Nee, um Himmels Willen. Wir wollen doch ein paar Menschen, leider zu viel. Ja, war schon erschreckend. Was die letzte Wahl da. Also ich finde Mutti ja auch echt nicht schlecht. Aber ich finde es sehr erstaunlich, wie schnell sie so ihre Überzeugungen um 180 Grad drehen kann. Also, das scheint mir irgendwie, ja, ich weiß es nicht, das ist nicht ganz authentisch, finde ich. Also erstmal, den Atomausstieg rückgängig zu machen von Schröder. Ja. Und danach Fukushima sofort wieder auf die Gegenlinie einschwenken. Ich finde es richtig, gar keine Frage. Ja. Aber so von ihren persönlichen Entscheidungsprozessen schwer nachvollziehbar. Und genauso finde ich es auch mit der Flüchtlingsfrage. Da gab es im Sommer 2015 war das, ne? Genau, da war ich nach Jahrzehnten wieder mal in Arles in Südfrankreich, einer meiner Lieblingsorte, bei dem Fotofestival. Und da gab es irgendwo, ich glaube in Rostock, also Mecklenburg-Vorpommern, gab es so eine Schülerrunde, die Frau Merkel Fragen stellen musste. Mhm. Und da war ein... Aber mit dem Mädchen, da was angefangen ganz hat genau. zu weinen. Hast du mitgekriegt? Ja, ja. Und 3 Wochen später wieder Kehrtwende. Auch das finde ich im Grunde von der Sache völlig richtig. Aber fatalen Fehler, da nicht erstmal die EU oder zumindest 4, 5, 6 bis 10 oder vielleicht sogar alle Staaten ins Boot zu holen. Diesen so einen deutschen Alleingang, das hatten wir halt irgendwie schon 2, 3 Mal zu viel. Und all das in dieser Gefechtslage diese Austeritätspolitik, was Griechenland angeht. Ja. Also Schäuble ist da ja auch echt ein harter Hund gewesen. Ja, ja. Ich glaube, das hat uns nicht so gut getan in der Außenwirkung. Aber ich gebe dir völlig recht, wer soll es denn sonst machen? Das ist so. Aber wie gesagt, Politik ist auch nicht so meins. Erbprinz Karneval, sagte ich ja eben. Ja, da kommen wir auch später drauf. Wo wir jetzt schon mal bei der Politik sind, muss ich dir natürlich auch die Standardfrage stellen seit Monaten. Also meine Lieblingsstandardfrage. Was glaubst denn du, wie lange AKK noch Bundesvorsitzende der CDU bleiben wird? Ich denke, dass die schon noch ein paar Jahre bleibt. Echt? Ja, ich glaube schon. Sie macht ihren Weg. Könnten wir ja auch wetten. Pff, können wir gerne machen. Hm, Kiste Kölsch? Ja. Und mit Lutz Urbach, unserem Bürgermeister, haben wir schon um 2 Kisten Wein gewettet. Okay. Ich sag, dass sie Weihnachten nicht mehr im Amt ist. Okay. Ich glaube, dass sie in Thüringen auch untergehen werden. Also vom Stimmergebnis. Mhm. Und ich glaube, dass dann der Sauerländer wieder zum Angriff bläst. Okay. Mit dem honorigen Bundestagspräsidenten. Die haben beide noch eine echt große Rechnung mit Frau Merkel offen. Und dann werden sie sich halt um Merkels Mädchen kümmern, wenn sie an Mutti nicht rankommen. Das kann natürlich gut sein. Aber ich traue der Frau auf jeden Fall.
Inwiefern? Ja, dass sie da länger durchhält. Auf jeden Fall. Ist das denn wünschenswert? Ich finde die Frau gut. Ich mag sie. Was ist denn gut daran, wenn man irgendwie anfängt, eine Meinungsmache-Debatte ja, dann vom Stein zu, wie sagt man, vom Zaun zu brechen, in dem Moment, wo man halt kläglich versagt hat nach diesem Gliso-Video? Ich meine, wer da oben, wie heißt das schön, wer keine Sünden hat, der schmeißt den ersten Stein, ne? Also, der ohne Schuld unter euch, ja, okay. Ja, ne? Ja. So, also Bockmist hat ja nun jeder da gemacht, ne? Also da fällt mir jetzt keiner ein, wo man sagen wird, der ist ein absolut unbeschriebenes Blatt, da ist nichts passiert. Ich finde, sie macht ihren Job ganz gut. Aber was gefällt dir gut? Also was denkst du, was sie gut macht? Ich finde, sie präsentiert unser Land gut. Bist du jetzt bei Frau Merkel oder bei Frau Kramp-Karrenbauer? Bei Frau Kramp-Karrenbauer. Wo hat die denn unser Land? Ja, aber wenn sie redet und ja, okay. Ich finde, sie hat schon eine gute Meinung. Mhm. Und die kann sie auch gut vertreten. Ist ein bodenständiger Typ. Gefällt Welche mir sowieso. Meinung gefällt dir? Du stellst ja manchmal Fragen. Entschuldigung, ich meine, dafür bin ich ja da. Ja, so direkt fällt mir jetzt eigentlich gar nichts ein. Aber gut, dann lass uns doch das Thema wechseln. Ja, finde ich auch besser. Dann kann ich auch ein Blättchen umblättern. Die Besten sterben jung. Ja. Nochmal mein aufrichtiges Beileid, dass ich dich mit meinen Klamotten zugespammt habe. Nee, um hab. Himmels Willen, woher sollst du auch wissen? Ja, ich habe am Rande habe ich es irgendwie mitgekriegt, dass da was war, aber halt nicht, dass dein Bruder gestorben ist, ja. Vor kurzem jetzt. Ja, ne? Ja, war noch im Urlaub in England, wie das passiert ist. Am 30. Juli ist er, also mein Bruder ist leidenschaftlicher Motorradfahrer gewesen und der konnte aber auch richtig gut fahren. Und sein Leitspruch war immer, wir sind nicht hier für eine lange Zeit, aber für eine gute Zeit. Und er hat gelebt fürs Motorradfahren. Da ist er leider auch dran gestorben. Inwiefern? Muss er erzählen? Oder ist das doch, er war vom Weg von der Arbeit nach Hause und ist in seiner Heimatkurve, also was auch eigentlich keine gefährliche Kurve ist, ist er wohl gestürzt. Und ja. Und war dann auch ziemlich auf der Stelle tot. Von einem einfachen Sturz? Oder? Der Sturz an sich war nicht so schlimm. Er hatte ist wahrscheinlich unglücklich gefallen, hat einen aborter Abriss im Bein gehabt. Also das, wenn man das Motorrad sieht, das war kein schwerer Sturz. Mhm. Unglücklich gefallen. Und dann schlägt das Herz höchstens noch zweimal und dann war es das. Ne? Ja. Das Glück im Unglück ist dann, dass er nicht so lange gelitten hat. Ne? Ja, ja. Aber ist halt mein großes Brüderchen gewesen, mein einzigster Bruder. Wie viel älter war der? 4 Jahre. Dann hast du viel von dem gelernt in der Kindheit, ne? Ja, und der hat sich auch immer sehr um sein Schwesterchen gekümmert. Also so haben wir es auch immer genannt, Brüderchen, Schwesterchen. Oh, wie schön. Ja. Tolles Märchen auch. Ja. Ne? Ja. Ja. Es tut mir sehr leid für dich, echt. Ja, ist furchtbar, aber ja. Das Leben geht weiter, auch wenn man manchmal gerne hätte, dass die Welt mal stehen bleibt. Ja, und der Tod gehört halt auch zum Leben dazu. Ja, natürlich. Ne? Natürlich. Irgendwie total seltsam, finde ich. Also ich glaube ja nicht an Zufälle. Ne? Ja. Ich hatte in dem letzten Gespräch mit der Eva-Maria Horstig auch sehr lange über den Tod gesprochen. Also die hat ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Vater gehabt und den halt in den Tod begleitet. Und dann, jetzt halte ich fest, ist ein sehr, 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 sehr guter und langjähriger Freund von mir. Der war leidenschaftlicher Bergsteiger und ist jetzt Anfang August beim Bergsteigen mit 58 tödlich verunglückt. Der gute Christoph. Wobei das auch echt ein Tod nach seinem Geschmack gewesen ist, glaube ich. Mein Bruder auch. Also, er hat Christoph hat zwei oder drei Brüder, weiß ich gar nicht genau. Zwei, glaube ich, noch. Und einer ist Arzt und hat sich Christophs Leiche angeguckt und meinte, du musst doch auch nicht lange leiden. Und das ist auch eine Felswand, der steigt eben, ist auch selber Bergsteiger, wo er nie lang gelaufen wäre. Mhm. Weil es einfach zu risky im Grunde ist. Ne?
Aber Christoph hat immer gern das Risiko gesucht und hat seinen Zoll verlangt. Ja. Mein Bruder hat auch das Risiko gelebt. Der hat auch das schnelle Fahren geliebt. Aber irgendwas muss da passiert sein. Vielleicht ist mir irgendwas vors Auto gelaufen. Ich weiß es nicht. Auto? Vors Motorrad. Weil das wäre dem normal in der Kurve, glaube ich, nicht passiert. Aber gut, nachkarten gilt eh nicht. Nee, hilft leider auch nichts. Ne? Nee. Ist für die Hinterbliebenen ist es echt immer scheiße, so ein plötzlicher Tod. Ne? Ja. Wenn man so voll reingerissen wird. Ja, er hat halt auch hinterlässt zwei Kinder. Ich meine, was heißt Kinder? Also 25 und 28. Aber die Mutter ist halt weggezogen ins Allgäu. Also mein Bruder war geschieden. Mhm. Und er war halt so hier der Halt auch für die Kinder. Ne? Ja, gestaltet so sich jung, natürlich alles ein bisschen schwierig jetzt. So jung muss man seinen Vater echt nicht verlieren. Nee. Mm-mm. Aber ich finde es wichtig, dass man drüber redet. Ja, ja. Wir hatten es auch, also was für uns ein Wahnsinnstrost war, mein Bruder war sehr, sehr beliebt. Der war auch in vielen Motorradclubs. Und der hat zur... bei den 81ern. Keine Ahnung. Also er hat auf jeden Fall alle Leute besucht. Mhm. War selber auch ein Rocker. Und, aber ein ganz lieber. Ganz lieber... liebevoller Mensch, das war mein ist, Bruder. Das ist ja sowas wie ein schwarzer Schimmel, ne? Ein lieber Rocker. Ja, das ja aber ja es ist so, ist so. Zu dir? Ja. Aber irgendwo ist er sicher auch seinen, ein harter Hund auch zu seinen gewesen, Kindern oder? Immer Zeit gab für seine Kinder. Wenn es sein musste, ja. Ich glaube, der Klassenlehrer deiner Kinder, seiner Kinder hat nicht immer was zu lachen gehabt, oder? Hm. Oder ja, war der brav? Kann schon gut sein. So, und als seine Beerdigung war, da waren 2.500 Menschen. Wow. Alleine 800 Motorräder. Das war, ja, das haben sie echt raus, die Jungs. Ja. Wir hatten dann am Grab, wie wir uns dann verabschiedet haben, also die Familie. Ich war die Letzte, also erst mein Vater halt und seine Kinder. Und als ich dann vom Grab wegging, dann wurde dann über der ganze Friedhof beschallt mit Hells Bells. Das war sein Ding. Oh, wunderbar. Von AC/DC. Und 800 Motorräder wurden gleichzeitig gestartet und alle Motorradfahrer haben ihren Helm in den Himmel gehoben. War schon bewegend. Ja. Ja. Toll. Auf jeden Fall. Ich finde das ja furchtbar, dass das in so ganz vielen Bereichen aus unserer Gesellschaft rausgeschlossen wird. Ne? Diese ganzen Altenheime. Ja. Möglichst nichts mitkriegen und... Ja. Das macht es irgendwie nochmal, finde ich, schwieriger. Das stimmt. Wenn dann der Tod plötzlich kommt. Ja. Dann hattest du noch ein Erlebnis mit deiner Mutter 2005. Ja, da ist meine Mutter leider an Krebs verstorben. Oh, auch nicht schön. Ja, die hat... Das ist genau umgekehrt. Ja. Ne? Im Grunde hast du als Angehöriger und Hinterbliebener Zeit, dich darauf vorzubereiten und wirst nicht so... Wenn der Tod kommt, ist es trotzdem furchtbar. Natürlich. Also ich hatte mal auch zum Glück hat mein Team mir den Rücken freigehalten. Ich habe also war fast 6 Wochen bei meiner Mutter, habe die mit meinem Vater zusammen gepflegt. Und wir haben die halt, die war zu Hause auch. Und sie hat sehr, sehr lange gekämpft. Sie hatte sehr viele Chemotherapien, aber sie hat dann auch mit uns gesprochen, dass sie das auch für uns eigentlich gemacht hat und dann auch irgendwann nicht mehr wollte. Mhm. Und dann so ein halbes Jahr. Dann ist sie leider verstorben. Hat sie sehr gelitten? Ja, also da hatte sie auch Angst vor, ne? Dieses Hinvegetieren. Ja. Und das war auch so nachher. Ne? Und sie hatte dann auch unwahrscheinlich viel Wasser im Körper, dadurch, dass sie auch immer lag. Und ist quasi im eigenen Körper ertrunken. Ne? Das war furchtbar. War schon furchtbar. Also so, ich hatte eine meiner beiden Lieblingstanten, die Tantgetta aus Holland. Okay. Die hatte Brustkrebs auch, hat sich beide Brüste amputieren lassen müssen und aber so viel Lebensenergie und Freude gehabt, dass sie echt noch gut 10 Jahre durchgehalten hat. Ja. Und echt immer sehr, also ich habe die sehr lebenslustig und freudig in Erinnerung. Ich war da ja, so 10 bis, oder nee, noch früher, ich glaube so 7 bis 17. Und als es mit ihr dann zu Ende ging, hat meine Mutter mich gefragt, hör mal, willst du denn mit zur Beerdigung kommen? Oder, nee, das war noch vor ihrem Tod, willst du mal mitkommen, sie verabschieden? Mhm. Und da ging mir der Kackstift, da habe ich nee gesagt, da bin ich gedrückt.
das ist eine der Sachen, die ich am meisten bedauere. Ja, man kann es dann ja nicht wiederholen, ne? Nee. Und das ist auch, wenn du sagst hier mit plötzlichem Tod, natürlich war das auch ganz furchtbar, aber es war halt so, ich habe mich mit meinem Bruder immer super verstanden, und es stand nicht zwischen uns. Es war nicht kein ungesagtes Wort, was im Raum stand. Und das finde ich eigentlich, das ist eigentlich mit am wichtigsten. Ja. Jetzt steht in deinem Buch ja, dass du in ein tiefes Loch gefallen seist nach dem Tod deiner Mutter. Ja. Ist das eine euphemistische Umschreibung für eine Depression? Könnte, ja. Wie lang war das? Meine Mutter ist im Herbst gestorben und im Frühjahr habe ich mich da rausgezogen. Also waren schon ein paar Monate. Wie hast du das geschafft, dich da rauszuziehen? Weil Depression ist ja auch die neue Volkskrankheit. Ja, ne? Das stimmt. Also, wie habe ich das geschafft? Oh, du hast ja einen Domring. Ja, Dümmchen. Schön. Home is where the dome is. Ja, genau. Ich habe ein Seminar besucht. Das hieß Unternehmerenergie. Und da ging es im ersten... Während der Zeit oder vorher schon? Nee, nach der. Also ich habe halt selber gemerkt, dass ich keine Energie mehr hatte. Ich hatte keine Lust mehr und kam morgens schon schlecht gelaunt in den Laden. Hab dann natürlich meine Mitarbeiter mit runtergezogen. Aber du hast du noch gut gelaunt die Zähne geputzt? Oder warst nee, du nach dem Aufwachen direkt schon? Nach dem Aufwachen direkt schon. Ne? Kenn ich. Nicht schön. Nee. Und man hat es dann auch gemerkt, dass auch im Laden, ne, dass das Arbeiten hat nicht mehr so viel Spaß gemacht. Die Umsätze sind auch stagniert. Ne? Weil das ist ganz klar, wenn du keine glücklichen Mitarbeiter hast, dann die können auch die Kunden dann nicht glücklich machen. Und das hat man dann halt auch irgendwann gemerkt. Ja, ich habe dann halt meine Führungskrew genommen. Wir sind nach Mallorca geflogen und haben da alles in Frage gestellt, von den Abläufen her, von der Einteilung her. Und ja, und dann sind wir zurückgeflogen, haben dann unseren Leutchen das alles erklärt, ne, viele gute Sachen für die Mitarbeiter da rausgenommen, aber vor allen Dingen auch für mich, wieder ein bisschen mehr Zeit für mich, ein bisschen mehr Lebensqualität danach, weil ich das auch einfach eingesehen habe. Es ist wirklich was dran, der Fisch stinkt am Kopf zuerst, das war so. Mhm. Und das muss man natürlich auch erstmal für sich einsehen, um es dann auch zu ändern. Nicht einfach, oder? Nee, das war nicht einfach, das war schon ein Prozess, dass man sich das eingestehen musste. Aber wie ich es dann mir eingestanden habe auch, dann ging es auch dann flott, dass ich das Ganze auch dann abstellen konnte. Mhm. Jetzt sind wir ja schon bei deinem Lädchen. Ja. Wie kommt man eigentlich auf das schmale Brett, ja, oder die größenwahnsinnige Idee, in der CCC-Lage einen Supermarkt aufzumachen? Ach, ja, wie kommt man auf die Idee? Ich komme ja aus dem Einzelhandel. Meine Eltern hatten schon einen Laden. Ich hatte mit 3 meinen ersten Kittel. Und, ehrlich? Ja. Hier mit so einem Mini-Kittel? Hier gibt es ja so Mini-Kittelchen. Unfassbar. Ich habe den leider heute nicht mehr. Wäre ganz witzig. Naja, auf jeden Fall, ich wollte dann, erst hieß es, ich würde den Laden meiner Eltern übernehmen in Aachen. Dann war ich aber unsterblich verliebt. Und die Liebe hatte dann nach einigen Jahren ein jähes Ende. Und dann brauchte ich eine Veränderung, genau. Ich brauchte dann eine Veränderung. Und dann bin ich nach Köln gezogen, mit zarten 25, ganz alleine, weg von zu Hause. Und hatte ja, wobei Aachen, Köln ist ja eine Distanz, die man an einem Abend schon mal überwinden kann. Ja, natürlich, aber trotzdem, wenn du als 25-Jähriger ausziehst und dann direkt weiter weg, also meiner Mutter hat es fast das Herz gebrochen. Mhm. Wo war dein Bruder da? Mein Bruder, der ist immer im Dorf geblieben. In Aachen, ja. Also Aachenstadt? Alsdorf-Mariadorf. Alsdorf, ja, schön. Genau. Das ist doch diese Freilichtbühne, oder? Duisburg-Wilhelmstein. Stimmt. Ja. Also mein Bruder war auch selbstständig in Alsdorf mit Metzgereien. Naja, auf jeden Fall, ich wollte dann weg, raus und bin dann halt nach Köln gezogen, habe dann da in einem großen Supermarkt gearbeitet und dann war ich jahrelang bei der Rewe im Außendienst tätig und das war aber immer nicht so meins. Das hat mal eine Zeit lang Spaß gemacht, aber ich habe immer gesagt, ich möchte mich selbstständig machen. Köstlich. Und dann habe ich halt gesagt, entweder Köln oder Aachen, also ich wollte jetzt nicht noch mal so ganz weg nach Koblenz oder Trier oder so. Ja, und dann kam der Standort Bensberg. Dann habe ich gesagt, okay, das ist in der Nähe von Köln, das ist nicht so weit weg. Kannst du dir vorstellen? Dann habe ich mich hier so ein bisschen umgeguckt, gefiel mir ganz gut. Ja, und dann bekam ich die Standortanalyse und da stand dann drin, dass der Standort nicht überlebensfähig ist. Also so war er halt ausgewiesen, was aber auch einen riesen Vorteil hatte natürlich,
Es hat sich sonst keiner beworben drauf. Ne? Ich war also die einzige Bewerberin. Wenn man das als Vorteil sehen ja, möchte, ja. Die Rewe hatten wir den dann auch dankend gerne überlassen. Der Laden war schon im Bestand? Nein, nein, der wurde dann ganz neu gebaut. Ah. Ne? Der ist ganz neu gebaut worden. Ja, und ganz neuer Standort, dementsprechend schwer ist es natürlich am Anfang. Ne? Man muss ja auch mal bedenken, die Bensberger hatten ja alle ihre Einkaufsläden oder Möglichkeiten, wo sie eingekauft haben. Und dann zu überzeugen, dass wir besser sind, dass sie zu uns kommen sollen, das hat schon ein paar Jahre gedauert. Das waren auch ziemlich harte und blutige Jahre. Hm, lass uns mal erstmal im ersten halben Jahr bleiben. Ja. In deinem Buch steht ja auch drin, dass du im ersten halben Jahr eine satte halbe Million D-Mark noch Schulden an dir hast. Drei Viertel Millionen. 750.000 D-Mark waren es damals. Ich habe Ende April aufgemacht und zum 31.12. hatte ich dann 750.000 Mark schon mal versenkt. Also die schon mal Schulden reicher waren. Sieben Tage vorher war ja Heiligabend. Ja. Was hast denn deine Eltern in dem Jahr zu Weihnachten geschenkt und deinem Bruder? Ich habe denen trotzdem schöne Geschenke geschenkt. Also da habe ich dann auch schon für gespart. Ich weiß, meine Eltern sogar, weil die haben mir auch sehr geholfen am Anfang, den habe ich da Karten geschenkt für Nabucco in der Köln Arena mit die besten Karten, die es damals gab. Und meine Eltern haben dann... Warte mal. Ja. Mir fällt gerade eine Frage ein, die ich auf der Fahrt zu dir, ist mir die zugeflogen, die habe ich jetzt nicht da drin stehen, ich vergesse die gleich jetzt wieder. Auf einer Skala von 1 bis 10, ja? Ja. Verortest du dich in Bezug auf Hedonismus wo? Auf Hindu? Hedonismus, also Genuss, Liebe. Genuss, Liebe, 10. Danke, weiter im Text. Ja. und dann sind meine Eltern dann zu mir nach Köln gekommen und ich habe sie dann auch dahin gebracht und zur Köln Arena. Und dann stellte sich heraus, dass sie eine Stunde zu spät waren. Ach du Lieber. Ja, das war dann schon ein bisschen ärgerlich. Gar nicht reingekommen? Doch, die haben sie dann schon noch reingelassen. Immerhin. Den schönsten Part haben sie wohl auch noch gesehen. Aber das war dann schon ein bisschen ärgerlich. Ne? Vor allen Dingen, weil ich da wirklich für gespart habe, ne? Denen das auch zu schenken. Ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Denn bei mir ist es noch ein bisschen schlimmer. Ich hatte jetzt vorgestern eine Karte für Grönemeyer in der Waldbühne in Berlin. Okay. Und lag halt flach. Also hab's gar nicht gesehen. Ja. Telefon. Ups. Ja, das ist aber noch eine Nachricht. Ist nicht schlimm. Guck mal, dann kann ich hier auch mal eben gucken, wie das mit unserem... So lecker. Ich nehme mir jetzt mal was von dem Schinken. Mach das. Was für Gefühle hat man abends, wenn man... eine Dreiviertelmillion schwach ist vom Einschlafen? Also ich habe zu der Zeit ja noch in Köln gewohnt. Mhm. Und wenn ich abends nach Hause gefahren bin, da habe ich schon manches Mal gedacht, hier ging ein Brückenpfeiler und du hast es hinter dir. Also es war schon... Aber echt suizidgefährdet? War also schon sehr, sehr belastend. Ne? Also ich hätte es nie gemacht. Mhm. Alleine aus dem Grund, weil ich bin streng katholisch erzogen worden. Und man hat ja dann auch immer gesagt, wenn du dich umbringst, kommst du nicht in den Himmel. So. Und das wäre natürlich jetzt ganz fatal, zumal meine Mutter und mein Bruder jetzt da oben auf mich warten. Mhm. Aber man hat da schon mal den Gedanken dann, ne? Dass man denkt, aber nie so, dass du geplant hättest. Nein. Immer so ein Anflug. Da wäre ich auch, glaube ich, viel zu schissig für. Mhm. Aber man denkt dann schon, man macht sich dann halt ja auch Gedanken. Ich hatte damals 10 Mitarbeiter, ne? Und für die bist du ja auch irgendwo mitverantwortlich. Aber hast du denn am Anfang da nicht genug Gedanken gemacht, dass diese Lage echt scheiße ist? Ich war einfach davon überzeugt, dass ich das schaffe. Okay. Wie? Na? Mit welcher Strategie? Also? Das, mit mir als Typ, mit meiner Art, mit meiner Freundlichkeit. Ich war da echt von überzeugt, dass ich das schaffe. Und zum Glück ist das ja auch so gekommen. Jetzt ja. Aber im ersten halben Jahr war es ja ein bisschen schwer. Da war es sehr schwer, ja. Ja. Hast du das unterschätzt, dass im Grunde ganz Bensberg versorgt ist? Oder? Ja, ich habe mich total verschätzt. Ich habe echt gedacht, es kommen mehr Leute. Also, dass so wenig kommen, bis zu gar keiner. Echt? Den ganzen Tag? Kein. Ja, das war schon heftig, ne?
Wie gesagt, wenn du das... Das motiviert nicht wirklich, ne? Nee. Aber so Oliven motivieren ja schon. Ja, und ich habe dann auch wirklich von morgens bis abends gearbeitet. Wir haben alles ausprobiert, wirklich. Also wir haben wirklich nichts unversucht gelassen, ne? Um manchmal ganz verrückte Sachen. Wenn, ich habe noch so ein paar Leute vom ersten Tag an, die bei mir arbeiten. Ne? Hey. Wenn wir da manchmal drüber sprechen, dann fragen wir uns schon. Also wir müssen schon mächtig einander Klatsche gehabt haben. Mit wie vielen Leuten hast du angefangen? Mit 10. Wie viele davon sind jetzt noch da? Davon sind noch da 3, also vom ersten Tag. Ne? Sonst aber schon auch viele Leute, die 17, 18 Jahre da sind. Ich habe alleine, wenn ich jetzt mal durchgezählt, 13 Mitarbeiter, die ehemalige Azubis sind. Wow. Die also noch da sind. Ne? Hätte ich mal besser den Hut bis jetzt angelassen, dann könnte ich ihn jetzt ziehen. Danke, danke. Sehr gerne. Was für Ideen habt ihr da gehabt und umgesetzt? Also weswegen denkt ihr heute, dass ihr einander Klatsche hattet? Ja, wir sind zum Beispiel, hatten wir so eine fahrbare Küche und dann hatte ich dann eine Auszubildende, die konnte gar nicht kochen und die sollte dann mit der Küche da kochend durch die Gegend fahren und den Leuten irgendwas vermitteln, was sie gar nicht konnte. Okay. Ja. Schwierig. Ja, ja. Oder ich hatte damals eine Chinesin, die Frau No, und dann haben wir so Gemüsepfannen gemacht, selber gemacht mit frischem Gemüse und dann habe ich gesagt, Mensch Frau No, wir machen mal was Asiatisches, Sie sind ja auch Chinesin hier, ne? Was können wir denn machen? Da sagt sie zu mir, Nö, wir essen nur Tiefkühlpizza. So. Das sind dann halt so Erinnerungen, die man dann noch hat. Ne? Mhm. Und sonst gibt es noch mal so 2-3 bekloppte Ideen. Ach. Ja, noch so 2-3 bekloppte Ideen. Was haben wir noch gemacht? Wir haben mal eine Umfrage gemacht in Beensberg und waren dann ganz erschrocken, dass uns kein Mensch kannte. Also in der Schlossstraße damals. Das ist ja vernünftig, ist ja nicht verrückt, ja. So eine Umfrage. Wir haben überall Probierglocken. In welchem Stadium war das? Das war auch nach dem ersten Jahr. Im ganzen Jahr? Ja. Okay. Das war dann schon auch erschreckend. Ne? Ich bin dann auch zum Beispiel aufs Stadtfest gegangen und da waren viele Menschen und ich kannte gar keinen. Da habe ich gedacht, oh Gott, alles diese Menschen, die kommen alle nicht bei dir einkaufen, wenn da nur ein Teil wenigstens käme. Mhm. Aber zum Glück hat sich dann irgendwann rumgesprochen, dass wir freundlich sind und frische Ware haben und frische Ware anbieten. Und ich habe dann mich auch sozial sehr engagiert, weil es ist... Ja, wir hatten zum Beispiel mit uns damals zusammen der Zack aufgemacht. Zack, das so Kindergarten ist da drin, Fröbel-Kindergarten, glaube ich, mittlerweile. Und so eine Kinderbegegnungsstätte. Die haben so ziemlich mit uns zusammen aufgemacht. Und den habe ich dann damals einen Computer gespendet, obwohl ich eigentlich gar kein Geld hatte. Aber ich habe gedacht, irgendwo musst du jetzt mal anfangen, um dich auch ein bisschen bekannt zu machen. Ne? Mhm. Und ja, so hat es dann angefangen. Ne? Die haben dann auch bei uns gekauft. Das war natürlich dann für mich wieder toll. Und dann kamen auch nach und nach viele andere Kindergärten und Schulen auf uns zu, weil die halt gehört haben, dass wir auch viel für die machen, ne? Die sehr unterstützen. Ja. Ja, schön. Und irgendwann, nach ein paar Jahren, war der Knoten geplatzt dann. Hat Spaß gemacht. Aber ich habe erst noch ein paar Jahre quasi umsonst gearbeitet, ne, bis ich meine Schulden abbezahlt habe, natürlich. Ja, ist ja so ein kleiner Betrag. Ne? Ja, ja. Und ein bisschen was für gebraucht. Ne? Also nicht nur dein Bruder, sondern du hast auch ein bisschen das Risiko geliebt. Oder ja. Liebst du es immer noch? Ne? Ich liebe immer noch das Risiko. Ja, kann man so sagen. Gut, dann habe ich jetzt eine wunderbare Idee, die gar nicht auf meinem Mist gewachsen ist, sondern auf dem unseres Bürgermeisters. Der hat mich letztens angemeldet und gesagt, man mört ins Spiel, so rümmendrehe. Okay. Und jetzt sind wir, ich glaube, Anfang Oktober irgendwann zum Bier verabredet. Und dann will er mir Fragen stellen. Ja. Finde ich eine super Idee und gibt jetzt dir die Gelegenheit, mir 3 Fragen zu stellen. Oh. Überlegt der Jugend. Und jetzt hätte ich ja auch gerne das Bier, aber gut, ich werde es auch so schaffen. Ich kann dir eins aus dem Kofferraum anbieten. Das ist ja warm. Ja, stimmt, das ist nicht schön. Das ist Alkoholmissbrauch. Ja, das stimmt, das ist dann, was knallt besser, wenn du warm bist, ne? Ja, das stimmt. Aber darum geht es ja nicht. Würde man ja nur ein bisschen Mut antrinken. Ah, okay. 3 Fragen an dich. 3 Fragen an dich. Was ist dein Lieblingsort im Bergischen Land? Mein Lieblingsort im Bergischen Land, kann ich dir direkt sagen, obwohl ich habe 2-3. Aber der mir zuerst
ins Hirn gesprungen ist, ist dieses kleine Dörfchen Bischof, wo der Michael Buhleier lebt. Okay. Das ist bei Nümbrecht, gehört ja, glaube ich, auch postalisch zu Nümbrecht. Und ich glaube, es sind 36 Häuser. Und das ist echt eingebettet in so schöne, weiche, weibliche Hügelchen. Okay. Wunderschön. Das kenne ich noch nicht. Musst vielleicht auch mal ein Türchen hinmachen. Lohnt sich sehr. Ja. Ist landschaftlich wunderschön. Ich war im Frühling da. Es spross schon alles, also so Blüten. Und aber als wir fertig waren, fing es an zu schneien. Noch im April. Ja. Okay. So kann es gehen. Ja. Ich finde aber auch Altenberger Dom zum Beispiel sehr schön. Ja, das stimmt. Das ist auch eine schöne Ecke. Und ich bin ja durchaus auch nicht ganz unhedonistisch. Ne? Ja. Ich finde, das Binsbeer Schloss ist auch grandios. Das stimmt. Größtes Barockschloss nördlich der Alpen. Ja. Hat schon was zu bieten, das Binsbeer. Aber ne? Könntest du denen nicht vielleicht ein bisschen Nachhilfe geben? Im Schloss? Ja. Ich habe gerade wieder was klacken gehört. Ich glaube, die Kamera ist wieder aus. Ja. So, Frage 2 ist mir jetzt so gerade eingefallen. Ach so. Ja. Aber ganz kurz noch zum Schloss Binsberg, ne? Stimmt, da waren wir noch dran. Einrichtung grandios. Kurt Wagner als Chef grandios. Zimmer grandios. Aber der Service in der Bar? Ja. Also erstmal, also ich bin da gerne hingegangen, als ich angefangen habe hier. Und dann wartest du aber zeitweise eine halbe Stunde, bis Bestellung aufgenommen wird. Und jetzt müssen wir auch nicht zu schlecht reden. Es ist ein tolles Schloss und den Rest darf ich über das Mikro aus. Ja. Zweite Frage, genau. Nach welchen Kriterien suchst du deine Interviewpartner aus? Sehr schöne Frage, dankeschön. Nach Lust und Laune und Gelegenheit. Okay. Also, ich habe halt keinen Bock auf so Dampfplauderer. Also Leute, die irgendwie viel reden und nichts dabei sagen. Und Dampfplauder habe ich auch noch nie gehört. Nee? Furchtbar. Also halt 90 bis 95 oder 99,8% unserer moment aktiven Politiker und Politikerinnen. Mhm. Furchtbar. Und hast du mal so eine Bundespressekonferenz angeguckt? Ja, nee, furchtbar. Kriegt an den Nerven. Ja. Braucht man so wie ein Kropf. Ja. Das stimmt. Nee, mir ist wichtig, dass die Leute halt geradeaus reden und auch gerne schon mal eine steile These äußern. Und vielleicht auch so, dass man sich mal fetzen kann. Okay. Also, ne, das ist. Also mir ist viel zu wenig Feuer irgendwie so und Begeisterung so in den Medien oder in diesen ganzen Talkshows im Fernsehen. Ja, stimmt schon. Man sieht auch immer die gleichen Köpfe überall. Ja. Irgendwo. Was ja manchmal nicht schlimm ist. Ne? Also ich finde ja, Lindner und Habeck ist ein perfektes Duo. Also die können sich auch richtig gut fetzen. Aber sonst? Schon alles viel gestellt auch. Und stimmt schon. Und gestellt. Genau. Ja. Und wenig authentisch. Ja. Das ist mir auch wichtig, dass die Leute authentisch sind. Ja. Oder zumindest authentisch rüberkommen. Mhm. Begnadete Schauspieler können das ja auch spielen. Ja, das stimmt. Ohne zu sein. Stimmt. Ja, und deine Lieblingsmusik? Meine Lieblingsmusik? Robbie Williams finde ich auch ziemlich gut. Fällt mir gerade ein, weil du eben gesagt hast. Ja. Auch ein toller Typ mit einem sehr kurvenachterbahnmäßigen Leben. Ne? Ja, ja. Der wäre mir aber sonst nicht als erstes ins Hirn gekommen. Also ich mag sehr viel. Ich bin nicht so ein eingefleischter Fan von irgendwas. Hell's Bells zum Beispiel finde ich auch grandios. Ja. Da war es noch die Originalbesetzung, ne, mit Angus Young. Ja. Grandios. Mag aber auch Grönemeyer halt. Ne? Mhm. Also Mainstream-Quatsch. Mag sogar Bab. Ja. Ich mag zum Beispiel auch total gern Operetten. Ich habe früher... Weißt du, was ich dachte? Fällt mir gerade ein. Ja. Irgendwie habe ich dich nicht in meine Dekade einsortiert, sondern dachte, du bist irgendwie 74, 75 geboren. Oh je. Und deswegen habe ich die Frage gestrichen, Bay City Rollers oder Sweet? Ja, dann Sweet natürlich. Natürlich. Natürlich Sweet. Chris Norman und Susie Quattro. Ja.
Chris Norman auch? Nicht Chris Norman, Quatsch. Brian Connolly. Ja, genau. Das, die mag ich auch wahrscheinlich. Aber hier mit Operetten nochmal. Früher gab es sonntags nachmittags immer im Fernsehen eine Operette. Mhm. Und das habe ich immer als Kind mit, als Kind mit meiner Mutter geguckt. Immer wieder diese Operetten. Die Kindheitserinnerungen sind schon ziemlich prägend. Ne? Ja. Und wenn ich dann, ich kann da auch fast alle Lieder mitsingen. Ne? Wenn, echt? Ja, wir haben früher als wir hatten ja früher noch kein Radio im Auto. Und dann haben wir immer gesungen mit meiner Mutter. Ne? Ich kann auch alle Strophen, zum Beispiel von Lustig ist das Zigeunerleben, singen. Und wenn wir dann schon mal irgendwo sind, ich lass hören. Mit wenigstens so einer, die erste. Nee, komm. Will keiner hören. Mit einer Freundin. Ich sing auch mit, bei mir will es auch keiner hören. Mit einer Freundin lustig unterwegs. Lustig ist das Zigeunerleben, Faria, Faria, oh. Brauchst dem Kaiser kein Zins zu geben, Faria, Faria, oh. So, jetzt reicht's, glaube ich, sonst guckt uns keiner mehr zu. Das stimmt, hast du auch wieder recht. Naja, auf jeden Fall ist das dann schon mal für die Freunde, mit denen ich dann unterwegs bin, die schämen sich dann schon mal. Ne, wenn ich, dann ja, ich war zeitweise, als ich viel gesungen habe, ein sehr einsamer Mensch. Ja. Aber ich finde es immer witzig. Und also ich singe auch gerne. Ne? Aber ja. Das Problem, was ich habe, ist, ich höre noch nicht mal, dass ich falsch singe. Ja. Dachte mir irgendwann, das ist auch noch gar nicht so lange her, 10, 15 Jahre, da wollte ich einen guten Freund mal ein Geburtstagsständchen singen. Mhm. Da ging da gerade los hier so mit Filmen und so. Hab dann was aufgenommen und dachte, ich wäre richtig gut gewesen. Ja. Also wenn ich es dann anhöre, dann kriege ich es schon mit, dass es echt nicht wirklich sendefähig ist. Optimierungswürdig. Ja. Nee, aber das mag ich halt auch ganz gerne. Du hast noch eine Frage. Nee, ich habe drei gestellt. Drei Stück, stimmt, hast du gesagt. Stimmt. Ich habe drei gestellt. Völlig richtig. Ja. Hab schon die Lieblingsmusik wieder vergessen. Ja. Dann hast du jetzt eine kurze Erholungspause. Mhm. Denn ich möchte mich jetzt gerne mal bei euch bedanken, liebes Publikum. Ne, für all die Likes und Anregungen, die ihr mir gegeben habt. Für eure Treue und euer Interesse. Und speziellen Dank an Erik, ne, dafür, dass du mir diese Idee, den Flo ins Ohr gesetzt hast, das überhaupt mal zu probieren mit so einem Podcast. Das macht echt Schweinelust. Mir auch. Echt? Ja. Merkt man so gar nicht. Ja, ist mal wieder was Neues, ne? Ja. Ja. Und also bei mir ist es ja auch so, ich habe ja seit Anfang der 90er Jahre als Bildjournalist gearbeitet. Mhm. Sehr viele Interviews mit Prominenten auch mit der Kamera begleitet und habe mir echt teilweise, habe ich mich fremdgeschämt für die Fragen, die die Kollegen von der Schreibenden Zunft dann so gestellt haben. Also eine Frage, die halt irgendwie jeder zum, wahrscheinlich in jedem zweiten Interview gestellt bekommt. Ja. Also halt sehr langweilig, sehr wenig inspiriert und wenn die deinen Laden geführt hätte, wäre der innerhalb von 2 Monaten am Boden. Ja, wahrscheinlich schon alles dunkel, ne? Ja, das denke ich auch. Und danke auch dir, Margoscha, für deinen Impuls, das mal mit dem Video konsequent zu machen. Also nicht nur als Teaser, sondern auch die ganzen Gespräche aufzuzeichnen. Es zeigt sich, dass das durchaus lieber gesehen wird. Ist zwar ein bisschen mehr Arbeit, deutlich so, ja. Aber wenn es Spaß macht, ne? Und wenn es der Wahrheitsfindung dient, mache ich das doch gerne. Das ist schön. Und allein wäre ich schon nicht drauf gekommen. Also, Dankeschön. Wen haben wir denn noch? Jetzt kommen wir zu Fröken. Und Tanja und Maike. Die haben nämlich, ich habe einen so ein hedonistisches Karfreitags-Liturgie-Podcast schön gemacht mit der Lady Dominik. Und die hat so einen Club in Berlin und 3 Karten gesponsert für so eine kleine, so ein kleines, wie sagt man, nicht Umfrage, Rätsel, Preisausschreiben. Okay. Kleines Preisausschreiben. Herzlichen Glückwunsch zu dem Gewinn, ne, der Karten. Gut wäre, wenn ihr die vielleicht noch dieses Jahr einlöst. Ich weiß nicht, wie lange Dominik das so nach- oder vorhält. Und natürlich danke ich auch der Slow-Musik-Formation Under One Sky,
Die haben mir nämlich das akustische Logo des Podcasts zur Verfügung gestellt. Super. Sehr schön. Und die werden am 21. September, sprich heute in 2 Wochen, aber für euch heute in 1 Woche, weil wir am 13. erst online gehen. Am 21.09. ist Under One Sky live im Sommerkino im Rheinauhafen. Mm. Das wird ziemlich schön, da freue ich mich auch drauf. Ja, eine schöne Location. Mhm. Und dann noch Danke an Eva, Maike, Longdong Cornichon, Hans Hartz, Cinemonkeys Pictures und auch dir, Wolfganger und The Eye in Berlin und My Music und Danny Wild TV für eure Kommentare. So. Hast du noch ein bisschen Geduld? Oder ja, klar. Hast du Laberwasser getrunken heute? Ich hab Geduld ohne Ende. Das heißt, ich kann mich jetzt auch noch ganz schnell bei meinen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken. Ja, natürlich. Los, John. Denn ohne euch wird das alles ja nicht funktionieren. Ne? Denn, wie sagt mein guter Freund Wolf Wondratschek doch so treffend vor 10 Jahren in einer E-Mail, auch ein Fotograf, jetzt Klammer auf, und Podcaster, Klammer zu, braucht abends ab und an eine warme Kartoffel. Also, vielen, vielen Dank an Freundeskreis der Neuen Kammerspiele in Kleinmachnow, an das Heimatministerium hier in Nordrhein-Westfalen. Kleine Anregung, ich finde den Namen echt doof, könnt ihr euch da nicht was anderes einfallen lassen? Bitte. Und vielen Dank auch dir, Peter Lindemann, Lindemann, den ich seit meinem Zivildienst kenne. Wir sind zusammen einen Krankenwagen gefahren. Vielen Dank, Philipp Böse. Vielen Dank, Markus Schaden und Wolfgang Zurborn. Du hast heute Geburtstag, also für heute vor 1 Woche. Ja, ein bisschen schwierig, wenn man so Zeit versetzt. Ne? Ich weiß man immer nicht genau, wie man es sagen soll. Vielen Dank, Kanzlersport in Kleinmachnow und dem Café Amelie hier in Bensbarisch. Und vielen Dank, Philipp Acker. So. Das wäre das. Ah, ich kann auch noch sagen, ne? Ist auch nicht ganz unwichtig. Du hast das ja gut gelernt schon. Ne? Sharing is caring, heißt es ja in den sozialen Medien. Mhm. Ne? Also, wenn euch das gefällt, was ihr hier seht und hört, und wenn ihr denkt, dass ihr Leute habt, denen das auch gefallen könnte, dann teilt bitte diesen Link hier, damit ich die Chance habe, das auch noch weiter und vielleicht auch mit irgendwann mit einer etwas aufwendigeren Technik machen zu können. Das würde mir sehr gefallen. Und wenn es euch gefällt, bitte auch den Daumen da lassen und auch den Kanal abonnieren. So, das war's jetzt mit meiner Eigenwerbung. Jetzt bist du wieder dran. Hier machen wir weiter. Wo wir gerade im Werbeblock sind. Ja? Mach du doch jetzt mal ein bisschen Werbung für Bensbarisch und erzähl uns 3 Dinge, die dir hier ganz besonders gefallen. Also dieser Platz hier, den ich natürlich ausgesucht habe. Vielen Dank. Ja, der Blick auf Köln, weil ich liebe auch Köln. Ich mag die Menschen, die unterschiedlichen Menschen in Bensberg. Wir haben ja schon eine Sparte Menschen, denen es gut geht. Mhm. Die auch gutes Geld verdienen. Aber wir haben auch die andere Seite. Mhm. Und ich bin da auch irgendwie mittendrin. So eine große Amplitude. Klein Manhattan. Mhm. Ne? Aber ich finde das sehr, sehr spannend von den Menschen her. Diese vielen verschiedenen Charakteren. Und vor allem dieses Multikulti. Das mag ich unwahrscheinlich. Ja, ich fühle mich hier einfach angekommen und zu Hause. Ist so. Hast du denn noch eins, was du Interessenten oder Zuschauern aus Kleinmachnow zum Beispiel, aus dem Osten, wo du die ein bisschen mit anfüttern könntest, warum es sich lohnt, hier mal den Bergischen Land einen Besuch abzustatten? Ja, die Landschaft an sich ist wunderschön hier. Viel, viel Grün. Danke für diesen Kick, denn wusstest du, also jetzt auch für euch, wusstet ihr, wo diese alte Volksweise, kein schöner Land in dieser Zeit, gedichtet wurde?
Wahrscheinlich im Bergischen. Richtig. Ja. Gibt ja auch dieses Bergische Lied. Das Bergische Lied, wie geht das auch noch, wo die Wälder stets rauschen. Auf jeden Fall, da ist meine Heimat, das Bergische Land, das kennst du bestimmt. Da ist meine Heimat, das Bergische Land. Ne, kenn ich nicht. Das Bergische Lied. Doch, ich bin ja auch Neubien. Ja, muss mal googeln. Das ist ein schönes Lied. Ich wünsche mir das immer, wenn der Männergesangsverein Meisingen kommt, dann wünsche ich mir immer das Bergische Lied. Thank you for the tip. Ja, gerne. So, jetzt kannst du dich drauf einstellen. Rio Reiser kennst du auch noch, ne? Ja. Jetzt bist du mal für kurze Zeit Königin von Deutschland. Welche drei Dinge änderst du sofort? Ich würde sofort versuchen, diese riesige Schere, die herrscht zwischen Arm und Reich, zu verkleinern, also diesen Abschnitt. Ich würde sofort was gegen Kinderarmut tun. Das ist ganz, ganz furchtbar. Das ist aber quasi das Gleiche, oder? Ja, aber die Kinder sind ja, die können ja noch am wenigsten dafür. Das ist ja, manchmal kommt es ja auch von den Eltern. Ich sehe es ja bei uns auch, die Kinder werden morgens losgeschickt mit Geld, um sich Brötchen zu kaufen. Die kriegen noch kein Butterbrot mehr gemacht. Manche kriegen gar nichts mit in die Schule. Echt? Also da würde ich auch für sorgen, dass kein Kind ungefrühstückt den Mittag erleben muss. Mhm. Das wären also Sachen, die mir unwahrscheinlich wichtig wären. Und ich würde auf jeden Fall viel, viel härter gegen jegliche Form von Kindesmisshandlung oder vorgehen. Danke, ich auch. Ja, sofort. Unfassbar, was die Leute für kleine Strafen kriegen. Ja. Häufig auch Bewährungsstrafen. Furchtbar, furchtbar. Wie stehst denn du jetzt persönlich zu dem Verhältnis von West- zu Ostdeutschland? Ich habe sehr, sehr viele Kollegen im Osten, mit denen ich mich wahnsinnig gut verstehe. Also mit denen habe ich tolle Kontakte, da werde ich auch dieses Jahr bestimmt noch 4-mal hinreisen. Liebe auch den Osten als Reiseland, war im Frühjahr im Harz. Also gefällt mir auch landschaftlich richtig, richtig gut. Was ich halt erschreckend finde, zum Beispiel die Wahlergebnisse letzten Sonntag, die da waren, wo die AfD halt so stark ist, das finde ich halt ein bisschen erschreckend. Hast du eine Erklärung dafür? Nee. Ich weiß halt auch von Kollegen, ne, die sich gar nicht trauen, hier was für die Flüchtlinge zu tun oder sich damals nicht getraut haben. Hier Angst, oder drüben? Drüben, dass die Angst haben, dass sie den Laden in Brand setzen. Ne? Ja. Aber hast du denn den Eindruck, dass die Besten alle im Westen sind und im Osten nur die Abgehängten? Nee, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ob es von der Historie ist oder... keine Ahnung, warum es so ist. Ich kann es nicht erklären. Ich habe ja so eine kleine Theorie. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, ich fange andersrum an. Ich bin ja überhaupt auf dieses Thema erst gekommen, weil ich jahrelang und sogar jahrzehntelang mit einem ostdeutschen Mädel zusammen war. Mhm. Und habe mich da schon so ein bisschen damit beschäftigt. Ich war völlig erstaunt und schockiert, auch bis zum Fremdschämenfaktor, als ich mitgekriegt habe, dass unsere lieben Politikerinnen und Politiker diesen Artikel 146, den letzten, den Selbstauflösungsartikel aus dem Grundgesetz, einfach ersatzlos gestrichen haben. Mhm. Und ich kann verstehen, dass unser Einheitskanzler damals irgendwie den Artikel 23, diesen Anschlussartikel, gewählt hat, damit es schnell geht und nicht irgendwann François oder de Maggie auf den Gedanken kommen, ihr Ja zur Wiedervereinigung wieder zurückzunehmen. Das finde ich okay, aber diese Chance, halt eine gemeinsame Basis für West- und Ostdeutsche zu schaffen. Den Ostdeutschen, den DDR-Bürgern ist ja nichts geblieben. Die sind ja sehr lieber Kerl aus Kleinmachnow, den Klaus-Jürgen Warnig, der sagt, am 9. November 1989 öffneten die Indianer dem weißen Mann die Tür. Mhm. Sie wussten es nur nicht, dass sie die Indianer waren. Also ich kann das total gut nachvollziehen, dass die
Und ich habe mittlerweile auch Geschichten gehört von Leuten, die ja, sich halt auf Deutsch gesagt richtig einen runtergeholt haben, wenn sie Ostdeutsche abzocken konnten. Ja. Und diese direktive Rückübertragung vor Entschädigung ist auch, ja, das war auch völlig furchtbar. Verkehrt. Also ja. Zumindest für dieses Zusammenwachsen der, ja, Leute. Ja, das stimmt. So, und dann ist bis heute noch nicht, sind die Löhne und die Renten nicht angeglichen. Ja. Wo gibt's das denn? Stimmt schon. Also, stimmt. Dass einem da der Kamm schwirrt. Ja, kann man auch verstehen. Auf Dauer, also nach 30 Jahren, ist 30 Jahre her und die, ja, kriegen immer noch nicht die gleichen Renten. Dass man da, ne, auf Krawall, ja, gebürstet ist, kann ich gut verstehen. Und wenn man jetzt ein bisschen konservativ veranlagt ist, dann kann man halt nicht die Linke wählen. Die haben sie ja lange gewählt. Ja. Ne? Aber die kriegen es halt auch nicht so gebacken. Die sind vor die Wand gefahren. Da bleibt einem nicht viel zum, stimmt, Protestieren. Ja. Das Erschreckende, finde ich, ist, dass es die ehemaligen Volksparteien immer noch nicht geschnallt und gerafft haben. Also das ist zum Beispiel auch was ich Angela Merkel jetzt nicht so hoch anrechne. Mhm. Also vieles ihrer Politik der ruhigen Hand hat mit dazu beigetragen, dass die Extreme total erstarkt sind. Ja. Ja. Naja. Hoffen wir das Beste. Das sowieso. Ich meine, wenn die so weitermachen, dann hat die FDP ja zumindest demnächst mehr Stimmen als die SPD. Ja, obwohl die sind ja jetzt unter der 5%-Grenze ja auch geblieben, ne? Ja, da im Osten. Ja. Ja, hier sind die schon, sonst waren die stark bei der letzten Wahl, das stimmt. Aber wer ist denn außer Christian Lindner auch bei der FDP? Also ist ja auch eine One-Man-Show. Ja, ne? Ja, ja. Und alleine. Naja. Lassen wir uns mal überraschen. Hoffen wir, dass den Leuten in der ersten Reihe irgendwann mal was einfällt. Ja. Was die Leute wieder begeistern kann. Oder zumindest zufrieden macht. Ja. Wir wollen nicht zu viel verlangen. Zufrieden machen würde ja schon reichen. Das stimmt. Dass man nicht mehr so protestieren muss. Genug Politik, oder? Ja, hab ich auch keinen Bock mehr drauf jetzt. Ich bin letztens in Dinsberg dem Harald Schmidt begegnet. Bei unserem neuen Metzger. Wie heißt der noch? Werner, glaube ich. Werner, genau. Was hältst du von Dirty Harry? Harald Schmidt jetzt, der aus dem Fernsehen? Der aus dem Fernsehen, ja. Ach so. Ja, da ist ja ganz ruhig drum geworden, ne? Um ihn. Also war schon immer einer, der den Mund aufgemacht hat. Vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr, auf Kosten anderer auch, ne? Wo? Ja, wenn man in seinen Shows, wenn man ihn da gesehen hat. Aber es fällt ja gerade ein, was da wohl drüber war. Halt doch mal kurz dein Wort fest, muss mal gucken, ob unser Licht noch stimmt. Den sehe ich auch letzte Zeit immer hier. Ich weiß nicht, ob der Zigarettenkippen einsammelt. Irgendwie sowas. Mit seinem Pinzettchen. Manchmal sehe ich ihn auch morgens früh schon. Wie süß. Zurück zu Dirty Harry. Ja, da kann ich dir gar nicht sagen, das ist alles schon so lange her. Ich fand ihn auf jeden Fall mal ganz witzig. Ich mochte den Feuerstein immer so sehr. Den fand ich ganz gut. Aber er hat schon aus den Leuten auch was rausgelockt, ne? Oder ja, was mir jetzt gerade so auf Anhieb einfällt, ist mit der Bettina Böttinger. Mhm. Das gucke ich auch mal ganz gern freitags abends hier, diese Talkrunde, die damals geoutet hat, ne? So. Das war zum Beispiel so eine Sache. Ne? Darauf wollte ich hinaus. Ah, okay, okay. Ich habe mir das heute nochmal angeguckt. Und das ist echt keine seiner Sternstunden, nee, gewesen. Nee. Der Saal hat zwar die Schenkel geklopft, aber das war ein Griff in die Kloschüssel, die er auf dem Foto hatte. Ja. Jetzt wurde aber offenbar, also ich habe das noch mal ein bisschen gegoogelt heute und habe damit gekriegt, ich glaube 2006 oder so ist er 50 geworden, war da gerade mal wieder bei der ARD. Mhm. Und die haben dann eine Geburtstagssendung für Harald Schmidt gemacht, wo dieses Outing von Bettina Böttinger noch mal gezeigt wurde. Mhm.
Wie stehst du dazu? Also, dass das dann nochmal wieder aufgewärmt wurde. Ach, ja, ich meine, gut, jetzt war der Kuchen ja gegessen, ne? Jetzt, ob es nötig war, bestimmt nicht. Aber ich denke mal, am schlimmsten war damals ja wirklich die Situation für die Frau Böttinger. Klar. Ne? So. Ist ja leider Gottes bis heute noch für manche ein weiß ich nicht, schlimmes Thema, schlimm, falsche Wort, ne? Was meinst du jetzt genau? Ja, viele haben da immer noch Probleme mit sich zu outen oder mit Menschen haben Probleme mit Schwulen oder Lesben oder Leute, die anders sind. So und ich, ja, wenn man es dann, oder sagen wir mal so, sie hat's ja geheim gehalten, wird ja ihren Grund dafür gehabt zu haben, ne? Also, wenn man ihr folgt, dann ist das Klima im Westdeutschen Rundfunk nicht so homophil gewesen, ja, eher deutlich homophob. Ja. Ein Kollegen soll sie gehabt haben, der immer Herr Böttinger über sie sagt. Okay. Also auch echt. Ja, das ist einfach, ich find's auch einfach drüber. Also, ich weiß nicht, ob es nötig war, dass man es nochmal aufgewärmt hat. Aber wahrscheinlich, um möglichst viele Einschaltquoten zu bekommen. Nee, glaube ich noch nicht. Denn Monika Piel war damals Intendantin. Und die hat dafür gesorgt, dass der fest angesetzte Wiederholungstermin gecancelt wurde. Okay. Ich bin da ja der Meinung, dass es echt drin sein musste. Weil es halt schon... Ja gut, für ihn war es ein Meilenstein, ne? In seiner Karriere. Ja, jetzt nicht der höchste, nee, aber mehr so der lokale Tiefpunkt. Aber wenn man schon so einen Rückblick macht, dann gehört es einfach mit dazu. Ja. Und für Bettina Böttinger war es, wie sie eben schon sagte, aufkommensneutral. Ja. Der Raubs war gelutscht für sie. Ne? Ja, ja. Insofern kann man sich die Frage stellen, ob man Harald Schmidt so eine Geburtstagssendung auf den Leib schneidert. Aber ich finde, das ist schon auch einer der herausragenden Fernsehunterhalter unserer Generation. Mhm. Oder der Generation vor uns. Ja. So alt sind wir ja jetzt auch noch nicht. Nee, um Himmels Willen. Ich mag das mit dem Schinken mal wie mit dem Spaghetti sonst. Wie stehst du grundsätzlich so als gläubige Katholikin zu queeren Lebens? Also ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Ich finde es gut, dass die Menschen das mittlerweile so leben können. Es gab da ja auch mal andere Zeit. Ich war auch zum Beispiel jedes Jahr treffen wir uns mit einer großen Clique beim CSD. Mhm. Also ich bin da völlig offen für. Ich weiß noch. Ich war 18. Also so Mitte der 80er Jahre gab es noch einen Paragraphen im bürgerlichen Gesetzbuch, wo Schwulsein unter Strafe gestellt war. Mhm. Ja. 178, glaube ich. Ja, ich glaube, irgendwie sowas, ja. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Also langsam tun mir wohl hier die Knochen weh. Dann ziehen wir mal ein bisschen das Tempo an. Gut. Was hältst du denn von der sogenannten Alternative für Deutschland? Alternative für Deutschland? AfD. Auch furchtbar. Also, ich, schlimmer geht nimmer. Sagen wir es mal so. Ich habe das, also ich finde es nicht nur furchtbar, ich finde es sehr beängstigend. Ich habe da wirklich auch ein bisschen Angst vor. Ja, also ich meine, man muss sich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen und vielleicht auch alle Protestwähler sollten sich auch ins Gedächtnis rufen. Herrn Hitler haben 33% zur Machtübernahme gereicht. Ja. Der brauchte keine Mehrheit. Ja. Ja? Und die AfD braucht auch keine 30%, bitte. Ja, das ist wirklich schon beängstigend. Ne? Dann gründet lieber eine eigene Partei. Macht jetzt wieder Uwe Boll. Das ist eine Alternative. Aber AfD echt muss nicht wirklich sein. Mm-mm. Dadurch wird es nicht besser in Deutschland. Nee. Aber, ich meine, eins muss der Neid ihnen lassen. Wir haben zum Teil sehr gute Marketingstrategen. Also jetzt gerade bei diesen Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen, sich die ganzen Sprüche von der Friedlichen Revolution zu nehmen und damit zu plakatieren, das war echt ein guter Schachzug, ja. Ja. Die zu vereinnahmen. Jetzt hat das schon wieder geklackt hier. Ich muss nochmal los, dann machen wir flott Schluss. So. So. Und ich finde,
es ist eine völlig falsche Strategie, sie zu ignorieren. Ja. Also, man muss drüber reden, weil sie einfach eine Kraft im Lande sind. Mhm. Eine nicht zu unterschätzende. Nee, während den Anfängen, ne? Ja. Zurück zum Lätschen. Zum Lätschen, ja. Wieso nennst du eigentlich diese 770 Quadratmeter Halle Lätschen? Eine Freundin, eine Bekannte von mir hat das einmal gesagt und dann hat sich das irgendwie so eingebürgert. So und nachdem gehen. Ich dann bei Facebook zwei, dreimal so geschrieben habe, nennen auch die Kunden es schon das Lätschen. Ich finde das ja schön. Einzelhandel und Kreativität, geht das zusammen? Ja, du musst kreativ sein, wenn du in den Einzelhandel willst. Warum? Ohne geht gar nicht. Du musst ja nur Klamotten verkaufen. Nee, du musst dir heute was einfallen lassen. Gerade jetzt in den Zeiten von Internet und Amazon und auch für uns die immer stärker werdenden Discounter, musst du schon was machen. Ne? Wir oder sagen wir mal so, erstmal musst du kreativ sein, um genug zu verdienen, dass du deine Leute bezahlen kannst. Weil es ist ja im Gegensatz zum Discounter, haben wir ja viel, viel mehr Personal in den Märkten. Deswegen ist eigentlich... Wie viel hast du jetzt? Ich habe jetzt 36. Plus du? Ja. Also 37 Leute? Ja. Ne, für die ich auch Verantwortung habe und die ihr Leben auch möglichst mit ihrem Gehalt bestreiten können, sollen und... Müssen. Ja. Ja, ich meine, gut, manchmal sind sie nicht der Einzige, der verdient in der Familie, ne? Aber, ja, und deswegen muss man kreativ sein, um auch den Wettbewerb halten zu können. Ne? Lassen wir uns neue Sachen einfallen, überlege ich mir neue Sachen, die es noch nicht gegeben hat oder was man noch besser machen kann. Oder gerade ist jetzt Verpackung ein ganz großes Thema. Da haben wir jetzt auch neu, dass die Kunden mit ihrer Frischhaltedose einkaufen können. Sehr schön. Da macht jetzt, glaube ich, auch, habe ich im Bürgerportal gelesen, glaube ich, einen Laden auf in Bergisch Gladbach, der... Unverpackt. Alles unverpackt, ja. Genau, unverpackt, da heißt ja. Es sogar so, ne? Ja, da ist, ich finde das gut, auf jeden Fall. Bei uns im großen Stil ist das schon schwierig mit diesem Unverpackt. Das sind ja auch Gesetzessachen, die angehalten werden müssen. Ich spreche jetzt einfach mal, da kommt jeder und bringt sein eigenes Glas mit. Wie willst du das Tara an der Kasse halten? Ne? Da geht's ja dann schon mit los. Und ich finde ganz wichtig, da weiß ich halt nicht, wie das ist bei diesen Läden unverpackt, dass es aber dann auch schon bei der Anlieferung stimmen muss. Ne? Dass nicht die Anlieferung, die Palette in Folie geschweißt ist und so die Sachen dann ausgepackt werden. Hast du denn da dann einen Einfluss drauf? Kannst du deinem Lieferanten sagen, ich will das nicht? Dass wie das verpackt ist oder was. Also bei Lieferanten, die so bei kleineren Lieferanten oder bei unserem Obstlieferanten, dann machen wir das schon, ne? Das wird dann auch sagen oder bei den Bauern, wir wollen den Brokkoli jetzt nicht in Folie verpackt oder im Moment kaufen wir auf dem Großmarkt nur die krummen Gurken. Mhm. Ne? So, da habe ich schon Einfluss drauf, doch. Und den nutzt du dann auch? Auf jeden Fall, ja. Sehr schön. Auf jeden Fall. Wir haben nur noch zwei Fragen am Zettel. Okay. Wird auch langsam ein bisschen frisch. Wird ne? Ein bisschen frisch, ja. Was sagst du zum Thema Fachkräftemangel? Ja, Thema Fachkräftemangel. Also ich habe zum Glück kein Problem, Fachkräfte zu bekommen. Wir haben jetzt auch Einstellungsgespräche wieder geführt, wenn denn die Schlossstraße mal kommt. Und da waren also wahnsinnig... Schlossstraße ist doch längst da. Du weißt genau, was ich meine. Ja, die schon, aber unsere Leute vielleicht nicht. Die Galerie, die Schlossgalerie, die dann endlich kommen soll. Diese graue Brachfläche, die wir schon seit Jahrzehnten ja fast im Ort haben. Ich hatte unwahrscheinlich viele Bewerbungen. Und ich hab's ganz kurz nur... Ich war gestern beim Rune, unserem Juwelier, unserem Dorf, oder einem unserer vielen Dorfjuweliere. Mhm. Und der hat mir eine Wette angeboten. Und da war ich zu schissig, die anzunehmen. Er sagt, dass die Treppe nicht vor 2021 fertig sein wird. Da könnte er recht behalten. Ja, da wollte ich nicht gegenhalten. Nee.
So, jetzt weiß ich aber auch nicht mehr, was ich sagen will. Also ja, Fachkräftemangel. Und wie ich eben schon mal sagte, ich bilde sehr, sehr aktiv aus. Und da habe ich natürlich auch viele, viele gute Leute. Ne? Meine erste Marktleiterin war meine erste Auszubildende. Viele Abteilungen werden von ehemaligen Auszubildenden geleitet. Ne? Das ist auch tierisch ungewöhnlich, oder? Ja, bei mir fühlen sich halt alle wohl. Die wollen nicht weg. Ne? Eins deiner zentralen Erfolgsrezepte, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich gebe ja auch. Händelst du die immer, oder ja, wie kommt er? Ja, ich gebe auch ein Seminar. Das heißt verliebte Kunden durch verliebte Mitarbeiter, weil verliebte. Erstmal verzeihen verliebte kleine Fehler. Ne? Weiß man ja selber, wenn man verliebt war, dass man da nicht so genau hinguckt. Und Mitarbeiter, also man braucht verliebte Mitarbeiter, um verliebte Kunden zu haben, ne? Weil es halt an den Mitarbeitern hängt. Und natürlich, wir machen, bei uns gibt es eine Massage, wir machen schöne Weihnachtsfeier, eine schöne Grillfeier. Wie bei euch gibt es Massage? Ja, bei uns kommt eine Masseuse ins Haus und dann können meine Mitarbeiter sich gratis so eine Schultermassage abholen kommen. Weil ist ja egal, ob du an der Kasse sitzt, bist immer mit den Schultern in Bewegung oder auch an der Aufschnittmaschine in der Metzgerei. Aber was ist bei dir schiefgelaufen, dass du so wunderbar bekloppte Ideen hast? Ist mir wahrscheinlich mit in die Wiege gelegt worden, keine Ahnung. Ich habe auch sehr, sehr viel für meine eigene Weiterbildung getan. Man färbt auch ab, ne? Ja. Du warst kaum in Urlaub. Das sehe ich auf Facebook hier in der Ursula hat. Ich kenne sonst keinen Laden, der eine eigene Facebook-Gruppe hat. Wo wie viele Leute drin sind? Über 2000. Unfassbar, oder? Jedenfalls sehe ich da den Post. Das war, ich glaube, hier der heißeste Tag, Hitzerekord in Deutschland, 42 Grad. Da gehen ihre Leute mit dem Bollerwagen vom Laden zu Fuß bis zur Autobahnauffahrt und verschenken da Wasser an die Leute von der Autobahn. Eiskaltes Wasser. Hammeridee. Ja. Hammeridee. Ja. Ich habe so gelacht. Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf, dass meine Mitarbeiter das auch so, so wahrnehmen und weiterleben und sich da auch selber Gedanken machen. Das ist aber auch nicht nur bei den lustigen, motivierenden Sachen, sondern auch, was das Soziale angeht, im sozialen Bereich. Da wird wirklich, dass da auch einer nach dem anderen schaut oder der eine für den Kollegen, der vielleicht sich nicht so viel leisten kann, mal was einkauft fürs Wochenende, ne, dass es dem gut geht. Oder unser Christoph, der Mitarbeiter des Jahres geworden ist und 1.500 Euro bekommen hat. Was hat er gemacht? Erstmal für 800 Euro einen riesen Fernseher gekauft und das Kind dem Kinderheim geschenkt. Toll, ja. Toll. Dass das halt von denen aus so gelebt wird. Ja. Das finde ich besonders schön. Das glaube ich. Irgendwann ist das so eine Aufwärtsspirale, oder? Ja. Ja. Unaufhaltsam. Gut, dann, was du jetzt nicht gemacht hast, was ich schade finde, muss ich das jetzt übernehmen. Okay. Ich dachte schon, dein Wagen ist jetzt an, aber ist ja nee, ist ein anderes Auto. Da wäre ich schon und alles, unterwegs. Alles ohne Bier, verstehst du? Ja, ja. Ja, weil du unbedingt Auto fahren wolltest. Körpereigene ne? Drogen. Ja. mich hat ja sehr beeindruckt, dass du deine Leute ordentlich bezahlst. Mhm. Das gibt es ja im Einzelhandel eigentlich auch nicht. Also es gibt schon noch viele Gute im Einzelhandel, die auch gut bezahlen. Wir sind zwar nicht tarifgebunden, aber ich bezahle meinen Mitarbeitern mindestens Tarif. Und bei uns gibt es auch immer noch Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld. Und es gibt auch zwischendurch immer mal wieder kleine Bonbönchen. Wir haben noch diese alten, spießigen Postfächer, die jeder Mitarbeiter hat. Und dann finden die auch immer schon mal wieder eine kleine Überraschung in ihrem Postfach. Wenn wir mal eine tolle Woche hatten oder letztlich hatte eine Mitarbeiterin Liebeskummer, dann habe ich immer schon mal ein Tütchen Bonbons oder eine Tafel Schokolade da reingelegt. So, wenn man da auch einfach das Gespür dann hat für die Menschen und merkt, wenn was nicht stimmt und die dann halt unterstützen kann. Und auch sonst bin ich immer für meine Leute da. Auf jeden Fall. Ah, du bist echt ein Schätzchen. Schön, dass du mich auf dich aufmerksam gemacht hast. Hast du denn jetzt für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht noch ein, zwei Erfolgsrezepte, wie man
zufriedener, glücklicher durchs Leben geht. Egal, ob jetzt selbstständig oder unselbstständig oder erwachsen oder Kind oder... Also ich sag mal, ganz wichtig ist, dass man mit sich selber zufrieden ist, mit sich selber im Reinen ist. Dann, und wie kriegt man das hin? Das ist ja die Quadratur des Kreises. Ja, aber einfach, einfach mal mehr auf sein Herz hören. Einfach mal Sachen machen, die einem Spaß machen, die einem Freude machen, die einem gut tun. Und das hat auch nicht immer unbedingt was damit zu tun, es sich leisten zu können. Das hat nicht immer unbedingt einen finanziellen Hintergrund oder einen finanziellen Wert. Was mich am unwahrscheinlich ausgeglichen macht, ist, dass ich immer was zurückgeben kann. Ne? Mir geht's gut und dann versuche ich auch was. Wie war dein Motto noch? Geben gibt. Das, wenn man das mal sich so auf der Zunge zergehen lässt, es ist so. Mir gibt's unwahrscheinlich viel. Wenn ich die Freiheit besitze und es mir auch finanziell leisten kann, andere zu unterstützen. Mhm. Oder auch Menschen zu helfen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und das Schöne ist halt, dass unsere Kunden uns auch darin wieder unterstützen. Ja, die sind immer mitten dabei und helfen uns auch in solchen Situationen dann. Das ist klasse. Jetzt muss ich doch, also die Zeit mit dir vergeht wie im Fluch. Ja. Und irgendwie habe ich nicht den Dreh bekommen, irgendwie zwischendurch mal elegant darauf hinzuweisen, was für bekloppte Sachen du sonst noch alle so gemacht hast, die mich echt begeistern, ja? Die mich jetzt sogar in diese Cityferne Einöde reisen lassen, um meine Einkäufe zu tätigen. Ja. Also das ist wirklich, also offenbar bin ich ja nicht der einzige Bekloppte, der auf so Sachen steht. Nee. Der sich davon fangen lässt. Und das wiederum lässt mich auch wieder ein bisschen hoffen, und, was unsere Gesellschaft angeht. Ne? Dass halt nicht alles irgendwie so Profit und maximiert ist, sondern dass die Leute halt im Grunde doch Gefühle und was auch immer im emotionalen Bereich durchaus zu schätzen wissen. Denn der günstigste Laden bist du ja nicht. Ne? Tja. Was soll ich dazu sagen? Dafür ist aber unsere Freundlichkeit, unsere Verrücktheit gratis. Da muss man auch mal sehen. Ne? Und echt legendär. Irgendwo habe ich gelesen, ich glaube auch in deinem Buch, eine Kundin vom besten Rewe-Laden Europas schwärmt. Ja. Wir haben jetzt sogar eine Google-Bewertung, da hat auch einer reingeschrieben. Bester Rewe Deutschlands. Das ist natürlich für uns auch schön, das macht uns Spaß, aber das ist auch... das bringt auch den Erfolg. Wir haben gerade gestern, glaube ich, oder heute war es, Post bekommen, dass wir wieder zertifiziert sind als AA+ von der Rewe. Das heißt, wir gehören zu den Besten in ganz Deutschland. Und das ist natürlich für uns auch immer wieder eine Motivation und macht Spaß. Toll. Ja. Ich wollte noch kurz sagen, also geht diesen Laden mal besuchen, denn allein der Parkplatz ist es wert. Da stehen auf 10 von 50 Stellplätzen, haben die da einen Farbpinsel ausgepackt und Sprüche hinlackiert. Ich blende euch hier mal 2, 3 ein. Das ist echt, habe ich noch nie erlebt. Und es macht echt Spaß bei euch einzukaufen. Das ist schön, das freut mich. Ursula, ja, vielen Dank. Gerne, gerne. Danke dir für diesen lauschigen, ja, Sommer nicht, so lauschigen Spätsommerabend. Ja. 21. Ja. ist der Herbst. Ja. Ja, es war echt sehr, sehr schön. Fand ich auch. Jetzt wird aber auch schon sehr, sehr dunkel. Und frisch wird es auch langsam. Du musst aber noch ein bisschen bitte liegen bleiben. Okay. Denn sonst vergesse ich wieder das Foto und dann muss ich nochmal kommen. Und das ist dann auch doof. Okay. Tschö. Ciao, macht's gut.